Balloonhead died on his own sickness. Ja, klar. Hier ist genügend Lava, die ich, abbauen kann. Schade nur, dass ich nur eine Unbreaking 1 habe. Das heißt, es dauert ewig, bis ein Obsidian-Block durch ist. Ja, ne? Kannst du ja dann abkürzen ein bisschen. Wir sagen jetzt alle nichts und du spust das im Video einfach mit doppelter Geschwindigkeit hoch. Das wäre krass, oder? Die Musik läuft dann auch dreimal so schnell. Genau. Ja, muss man ja merken, dass es Flop ist. Sonst denken alle gleich, du cheatest. Oh, das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus. Warte mal. Aber wir brauchen noch eine Treppe nachher nach unten irgendwo hin, ne? Mhm. Ah ja, hier. Futtern. Dann geht das. Wir sind ja freigelassen. Hier, wir haben ja hier keine Truhen im Mittelgang liegen. Dazu. So, jetzt lege ich los. Eigentlich. Ja, die kannst du ja lassen. Nee, die will ich wegmachen, dass du hier reinkommst und dass du von hier aus nach unten gehst. Weißt du? Mach die Truhen mal weg hier. Wieso denn? Wir haben hier an den Seiten noch Eingänge. Hin. Ah, gut, ist auch richtig. Deswegen. Da ist ja in der Mitte auch genug Platz. Dann kannst du nochmal setzen. Oh, da fließt schon Lava. Wo kommt das denn her? Boah, ist das mühsam. Hätte ich mir bloß eine gute Spitzhacke gemacht. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo ich das LP gemacht habe, dieser scheiß Spitzhacke hier. Mit 17 Leveln. Wow. Anstatt mal vorher ein bisschen anders zu leveln, ne? Ja, Fabian, du könntest dir jetzt noch eine zusätzlich machen und die dann am Amboss einfach kombinieren. Ja, ich habe jetzt nur 26 Level. Ist nicht so die Härte, ne? Wie kommt man an Amboss? Eisen, Amboss? 3 Eisenblöcke und 4 Eisenbarren. Das ist irgendwie naheliegend fast schon. Nee, naja, eigentlich, wenn man nicht weiß, wie es geht, ne? Ja, genau. Nee, aber ich meine, das müsst jetzt auch nach dem Rezept gucken, nach dem genauen. Es ist aber, ja, da brauchst du kein Rezept, da tust du die Eisenblöcke oben hin und dann mit den Barren unten das T. Vollenden. Wie viel bräuchtest du an Obsidian noch? Warte, 8 braucht man für ein Tor, ne? Also, nein, 10. Nein, 10, stimmt. Also brauche ich noch 7. Bei Belohnung willst du unterirdisch was haben im Lagerhaus? Wenn Platz ist, auf jeden Fall. Ne? Du musst nur aufpassen, dass du nicht runterfällst, weil die Schlucht ist in der Nähe. Ja, weil dann können wir nämlich auch diesen Tunnel bauen da. Ja, genau, mach das. Und später kann man ja sogar einfach mal so eine Bahnstrecke, eine kleine machen, als Versorgungstunnel für so eine Truhenkiste. Ey, ich bin ja fast schon extrem begeistert. Auch nur fast. Ich hab endlich diese 120 Blöcke durch massiven Nederstein gebuddelt, ey. Ist yeah! Oh, also wenn ich das aufgenommen hätte, ey, das wäre, glaube ich, das langweiligste Let's Play überhaupt jemals geworden. Naja, meins ist ja jetzt schon langweilig geworden. Die ganze Holzerei, ey, das gibt's doch nicht. Ja, aber da passiert wenigstens was. Bei mir, ich hab wirklich jetzt... Ach, du wirst es dann sehen, wenn du durchläufst. Ja, so, ich habe jetzt genug. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Redstone mit. Weil Redstone gibt. Punkte. Achso, bring noch einen Flint Steel mit. Dia! Ja, ja, super. Flint and Steel. Ich bin dafür, dass Hilfe. Wir hier eine Obsidian-Fabrik hinstellen. Hier, der Shorty wollte ja auch mitspielen. Jetzt schreibt er mich gerade an, was ich mache. LPT und der dann, ja, verdammt. Ja. Ich weiß nicht. C'est la vie, Shorty. Vielleicht kann er ja noch dazu joinen. Aber weißt du, was cool ist? Ich hab hier gerade, ach du Scheiße, einen Spinnenspawner. Jo. Und, nö, ja. Eine Mine habe ich gefunden, so. Den großen und kleinen Spinnenspawner? Ja, zum Glück habt ihr. Ich mach den kaputt, schnell. Nein, so, passiert, schon kaputt. Besorgt. Und hier ist gar kein Creeper gerade daneben explodiert, ist ein Riesenloch entstanden. Nein. Doch, aber zum Glück vorm Lagerhaus. Boah, Alter, mach mich nicht schwach hier. Ich buddel mich hier gerade durch die Mine, vielleicht finde ich da jetzt auf die Schnelle eine Kiste mit Dias drin. Schnell in die Kiste mit Dias drin. Ich habe noch, glaube ich, noch nie Diamanten in der Mine droppen sehen. Ich schon. Echt?
Da sind Diamanten. Aua, 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 wer hat mich da angegriffen? Ah, nur ein dummes Skelett, pass mal auf. Aber ich habe Diamanten hier. Unglaublich, ich hab sie. WTF. Ich stehe an dem Baum, box mich durch den Baum und hinter dem Stamm steht eine Kuh und guckt mich an. Yes. Doch normal. Du hast ein Problem mit Kühen, hä? Nee, er steht auf sie, aber er muss sich ganz zurückhalten. Sie steht auf ihn. Ja. Yeah. So, und jetzt gucken wir mal, wo es ist. Da ist der Shorty. Shorty, grüßt euch, ihr Shorties aller Welt. Shorty steht für kurz. Wie immer im LPT, einmal Shorty bitte. Ey, ja, dann bring mir mal bitte noch ein bisschen Cobblestone mit 2 Stacks, dann bin ich durch hier. So, ich habe jetzt leider nur 2 Dias gefunden. Wie viel? Kamera. 2? 2 Stück, ja. Bitte? Wie viele Truhen brauchen wir wohl noch? 64? Also 32 Doppeltruhen? Oben ist noch alles voll. Ja, ich mach oben dann und gleich. Was ist das? Ich hab hier gerade so viel Holz abgebaut. Nein! Ja, ja, ja. Bau, bau, bau. Oh, Riesenmine hier. Ich bleib mal unten. Wenn ihr Blumen findet, immer mitbringen. Ne? Vor allem rote brauchen wir. Ja, nimm doch das Knochenmehl und mach dir ein paar. Ja, die kann ich auch gucken. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich rote rauskommen, ist zwar nicht so hoch, aber ab und zu mal, ne? Ja. Denkt dran, dass ihr noch ein bisschen Clay braucht, da können wir Blumentöpfe machen. Kann man noch Blumentöpfe in der Villa verpacken? Huch, ich wollte doch nur Gold abbauen, dann bin ich schon wieder auf ein Minenteilstück gekommen hier. Das ist ja Knaller. So, eins noch hoch und dann... 41 Truhen und... Hallo, Spinni! Also, ach nein, 2 Stacks, echten Holz habe ich. Oh, hier haben wir noch einen Spawner. Spinnenspawner, aber diesmal normaler, ja. Ja, den muss ich auf jeden Fall ausleuchten. Oh, das sind jetzt... mit Zombies. Und 20.000 Spinnen. Irgendein Rasenmäher. Schaf. Oh, gleich ist kaputt. Was ist kaputt? Mein Schwert. So, eine Kiste ist in Eimer, alles klar, ein bisschen Pulver. Nichts Weltbewegendes. So, die Spinne mache ich mit der Spitzhacke kaputt. Au! Boah, ich hasse das am Server zu spielen. Die sind so laggy, aber alle. Fledermäuse, hallo! Naja, jedenfalls läuft schon wieder als Vanilla. Ich weiß nicht, wie es mit der aktuellen Vanilla ist bei Mojang, aber bei der, Vorgänger 142, die ging überhaupt gar nicht. Die war buggen, mehr am Buggen als Bucket Beta. Aha. Ja. So, ich verpiss mich jetzt von hier. Ich höre schon Enderman. Also hier wird's mir jetzt zu gefährlich. Wer von euch wann eigentlich vor Cobblestone machen? Alles ruhig. Ja, ich weiß grad. Wollt ihr nicht irgendjemand von euch Mengen an Cobblestone abfahren? Ich dachte, ich muss zur Farm gehen. Das ja. Dann hat sie Balloon welche mitgebracht und dann brauchte ich gar nicht mehr. Na toll. Voll Balloon. Ich schon wieder, wo? Ja, immer du. Immer wieder du. Man merkt es langsam, dass immer wieder du schuld bist. Ey, mein Schwert ist wieder da. Das gibt's auch gar nicht. So ein Blödsinn. Hast du wieder rumgecheatet, hä? Nee, überhaupt nicht. Das war doch gerade weg. 3-mal. Naja, egal. Also, ich komme jetzt wieder hoch, weil ich habe... Schmecken nicht. Ich habe jetzt nämlich genug Obsis eigentlich... Danke, Tom. Aber da holt uns rein. Ich baue zum Nether Deep immer aus den Stonebricks, dann bin ich nämlich auch mal los. Stonebricks? Na, die kannst du mir geben. Ja, jetzt habe ich schon angefangen. Und ich glaube, die Stonebricks sehen auch besser aus als der. Ich töte dich. Bedrock. Quatsch, als der Bedrock, genau. So, als Eichenholz der. Eichenholz, ne?